Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für kommende Woche für dich steht, ja? Schau dir mal zusammen, Fische. Also du siehst ja, hier sind jetzt ein paar Karten rausgerutscht. Ast der Schwerter, Ritter der Stäbe. Vier der Kelche. Vier der Kelche, Ast der Schwerter, Ritter der Stäbe, ja. Ich tue die wieder rein. Wir schauen jetzt, ja. Unglaublich, Fische. Wenn ich dir sage, dass das heute hier auch unglaublich ist, kannst du es mir glauben, ne? Also, König der Schwerter. König der Schwerter hinter dem Deck, ja. Luftelement, ja. Sternzeichen Wassermann, Waage oder Zwilling. Es ist halt ein König. Ich meine, ich staune wieder ja mal. Also, es ist ein König. Eine wichtige Energie, muss ich jetzt hier sagen. König der Schwerter. Es kommt jetzt darauf an, wie deine Situation ist, natürlich, weil für jeder von uns geht in eine ganz andere Richtung und das muss für jeder für sich wissen. Also das muss ich immer wieder sagen, weil es ist ja klar, dass ich hier sogar mit der Gerechtigkeit zu tun habe. Ich könnte hier mit einer wichtigen juristischen Sache zu tun haben, ja? Also immerhin ist der König der Schwerter für mich eine ähnliche Energie wie die Gerechtigkeit, ja? Eine kalte mentale Energie, Kommunikation auf jeden Fall und jetzt Kommunikation, also es kommt jetzt drauf an, ja, ob das für dich mehr eine juristische Sache ist oder doch eine familiäre Situation ist, ob du mit so einer Person zu tun hast, mit so einem König der Schwerter halt, ja. Hier sehe ich Kommunikation, ja. Hier sehe ich Kommunikation. Ich habe eine ziemlich interessante Sache auf dem Tisch, ja. Fische, ich muss dir ja wirklich gleich sagen, ne? Also es gibt eine sehr, sehr interessante Sache hier heute, ja. Wir reden für kommende Woche, also die Energie für kommende Woche. König der Schwerter hinter dem Deck. Die Karte, die Kraft, ja? Die Karte, die Kraft. Sternzeichen Löwe auch, ja. Es gibt hier eine Person. Mein Gefühl ist, ich habe hier eine Situation, mit einer Situation zu tun, von wo man sich selbst sehr stark kontrolliert, also zurückhaltet, also man haltet sich zurück, um ja, um eine Situation zu vermeiden oder einer Person, wie gesagt, eine sehr kalte mentale Energie, die sehr diese Selbstkontrolle sehr beherrschen kann. Also ich kann mich schon selbst kontrollieren, selbst in dieser Selbstkontrolle bleiben und kalt bleiben, mental und ja. So eine Energie spüre ich hier. So eine Energie spüre ich schon hier. In manchen Fällen eine Person, die es nicht mehr aushält. Ja? Also eine Person, die sich schon sehr lang zurückgehalten hat oder selbst kontrolliert hat, ja, eine sehr stolze Energie, also immerhin muss ich dir schon sagen, eine sehr stolze Energie. Und jetzt hält das einfach nicht mehr aus oder wie auch immer, und die Person, also es gibt hier eine Kommunikation.
Ja, es gibt hier schon eine Kommunikation. Genau. Wir schauen weiter. Königin der Schwerter. Und dann die Nummer 5 und 5. Eine Person bereut hier auch eine Situation. Eine Person bereut eine Situation. Wie gesagt, es gibt hier eine interessante Sache. Schau mal, welche Karten für dich gekommen sind. Ich habe hier eine Königin der Münzen, sechs der Kelche und fünf der Stäbe. Also Fische, für manche von euch, aber wirklich, ohne Zweifel, könnte ich hier mit der Mutter oder der Vater deiner Kinder zu tun haben. Für eine Gruppe von euch, ohne Zweifel. Ja? Für eine Gruppe. Ich habe hier mit einer Langzeitbeziehung zu tun, in manchen Fällen. Ja? Nochmals, oder sonst bist du noch verheiratet und hier habe ich die Mutter deiner Kinder oder der Vater deiner Kinder. Wir reden ja nur über Energien. Das kann hier für eine Frau oder für einen Mann reden. Das Gefühl bei mir gerade ist, ich habe hier mit einer klaren familiären Situation zu tun, eine familiäre Sache. Ich sehe Kinder natürlich hier, ja. Weißt du, Fische, was ich hier so interessant finde? Und zwar, ich habe hier sechste Kelche. Also du siehst ja in dieser Karte, in dieser sechste Kelche, siehst du ja Kinder, ne? Also du siehst ja zwei Kinder da. Diese Karte, diese sechste Kelche, repräsentiert natürlich sehr stark Kinder, tatsächlich. Deine eigenen Kinder, oder sonst deine Geschwister. Das ist hier eine familiäre Situation. Das ist sicher. Aber weißt du, was ich interessant finde? Schau mal jetzt. Von diesem Deck habe ich für dich auch Karten rausgeholt. Ja, das weißt du ja. Mache ich immer so. Also, und dann ist die Karte der Kinder gekommen. Weißt du aber, was noch sehr interessant ist? Ich habe nämlich von unserem Erzengel Michael auch eine Botschaft für uns rausgeholt und kam nämlich die Karte der Kinder. Ja, also deine Kinder werden von Engeln beschützt. Das war nämlich auch hinter dem Deck. Diese Karte kam hinter dem Deck. Ich zeige dir später, was ich hier noch habe. Aber ich finde es total interessant, dass ich von Erzengel Michael die Karte der Kinder habe. Von diesem Deck nämlich auch die Karte der Kinder und von diesem Deck nämlich auch. Was verstehe ich hier? Dass ich natürlich hier sowieso mit Kindern zu tun habe, mit einer familiären Situation zu tun habe. Und das ist so. Egal für dich, ob du jetzt verheiratet bist, getrennt bist, scheiden lassen hast oder wie deine Situation aussieht. Egal. Hier habe ich mit einer familiären Sache zu tun, wo Kinder natürlich wichtig sind. Sind auch, ja, für uns. Unsere Kinder sind für uns natürlich sehr wichtig. Sehr wichtig, natürlich. Sehr wichtig, ja. Es gibt hier so eine Situation. Also, was ich auch interessant finde, Fische, ist, dass die letzte Karte jetzt, was kommen wird für kommende Woche, ist fünfte Stäbe. Aber fünfte Stäbe hatten wir, wenn ich mich nicht irre, auch vorherige Woche gehabt, oder nicht? Hatten wir diese Karte nicht schon gehabt? Oder war das die nicht vorherige Woche, sondern die Woche davor? Also diese gleiche Energie wiederholt sich bei uns, egal wie, weil diese Karte ist mir bekannt, ja, fünfte Stäbe. Schau mal hier. Wir hatten gerade fünfte Kelche und fünfte Münzen. Die Nummer 5, 5, 5 wiederholt sich bei uns, ja, Fische. Also das ist für mich eine Karte, die mit Veränderungen verbunden ist. Also es gibt hier Veränderungen in deiner Situation. Ich denke, ich rede hier wirklich für eine familiäre Situation, egal wie deine Situation aussieht, wie es für dich spricht, egal. Wir reden über eine familiäre Sache hier.
Die Konflikte sind hier. In manchen Fällen ist das vielleicht für dich nicht Konflikte, sondern mehr diese Veränderung, in der du dich befindest. Das ist für mich die Karte der Türme. Also diese drei Karten zusammen ist für mich, bedeutet für mich die Karte der Turm. Es gibt hier eine klare Veränderung bei dir. Egal, was das heißt. Also hier gibt viel zu tun. Ne? Fünfte Stäbe bedeutet, ist eine Karte, die mit viel Handlung, mit viel Bewegung zu tun hat. Veränderungen. Das hier könnte sogar mit einer Reise zu tun haben. Oder einen Umzug. Eine klare Veränderung gibt es hier bei dir, Fische. Ich rede über eine karmische Situation. Eine karmische Situation. Warum sage ich das? Weil mit dem König der Schwerter spüre ich hier doch eine Gerechtigkeit. Ja? Es gibt hier eine Gerechtigkeit. Egal wie deine Situation aussieht. Eine klare Gerechtigkeit. Interessante Energie. Augenblick bitte. Interessante Energie. Also Stier, Steinbock, Jungfrau hier sehr präsent. Aber ich meine, wenn ich dir ehrlich bin, die Sternzeichen gerade jetzt sind für mich nicht wichtig. Ja? Du siehst ja, welche Karten hier haben. Luftelement ist sehr präsent bei dir. Sternzeichen Löwe überhaupt auch. Aber schau mal, in den Würfeln habe ich für dich auch die Würfel rausgelassen und kam nämlich Sternzeichen Schütze. Ja? Also Sternzeichen Schütze ist hier in den Würfeln, ja. Und Nummer 9 zeigt auch schon, man ist kurz hier vor einem Ende, eine Veränderung. Interessant ist, in diesem Deck, ja, kam nämlich, zeige ich dir wirklich, also bringe deine Liebe zum Ausdruck und dann Kinder und die Co-Abhängigkeit. Co-Abhängigkeit. Und der König der Schwerter. Es gibt hier eine, also Grenze setzen. Man setzt Grenze. Es gibt hier eine klare Gerechtigkeit. Ich denke, was mit einer Co-Abhängigkeit zu tun hat. Ja. In manchen Fällen eine Abhängigkeit zu Kind, zu den Kindern auch, nämlich, ja. Es kommt drauf an, also für jeder von uns spricht ja anders. Jeder von uns muss ja seine eigene Situation selbst schauen und wissen, was mit mir los ist. Ja, weil es gibt ja schon so eine Situation. Okay, Fische, in manchen Fällen sehe ich hier schon einen Altersunterschied. Ja? Also, wenn das jetzt für dich hier einen Wunschpartner ist oder so, Altersunterschied vielleicht, ich meine, das spricht ja nicht für allen. Ich sehe eine familiäre Situation hier oder eine Person, die doch verheiratet ist, Kinder hat und Konflikte hier diesbezüglich gibt. Ja? Also es ist eine familiäre Situation, deutlich. Es ist deutlich. Ich hole mir mehrere Karten jetzt. Ja, es ist deutlich eine familiäre Situation. Wenn du mir sagst, nein, ich bin geschieden, ich bin schon sehr lang allein und so weiter. Eine Gruppe hat hier mit einer Person zu tun, in manchen Fällen, die doch verheiratet ist, Kinder hat. Und so eine Situation gibt es hier. Ja. Schauen wir mal jetzt, Fische. Oder sogar in manchen Fällen eine Mutter einfach. Eine Mutter, die sich da reinmischt oder irgend so eine Sache. Jeder von uns muss schauen, ja. Wie gesagt, die Geschichte sind alle verschieden. Das kann ich nicht ändern. Schau mal hier. Wow, qué fuerte. Das gibt es ja nicht, oder? Fische, was für eine starke Legung. Habe ich dir ja gesagt? Fische, hinter dem Deck die Karte die Liebenden. Tatsächlich, wir haben hier mit einer klaren karmischen Situation. Also Fische, in wenigen Worten, du musst es dir so vorstellen. Das, was du gerade in diesem Leben hast, hast du schon in einem vorherigen Leben gehabt. Das ist so oder so sicher, da bin ich mir sicher, dass du in so einer Situation bist. Es gibt hier schon hier ein Gefühl von Liebhabern. Es muss nicht für dich reden, Fische, ja.
Es muss nicht für dich reden, aber wir haben hier schon mit einer Situation vom Liebhabern, ja, ist das schon hier. Eine Situation, was mit einer dritten Person zu tun hat, mit einer komplizierten Situation. Eine wichtige Entscheidung auf jeden Fall. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung. Die Karte, die Liebenden, so schön auch wie die aussieht, ist überhaupt nicht so leicht oder so einfach, ja. Hat schon mit Chaos zu tun, ja. Das ist eine Karte, die mit Chaos zu tun hat. Ja, also Sternzeichen Zwilling, ja, sehr präsent hier. Also wenn ich dir ehrlich bin, Sternzeichen Zwilling ist bei dir schon sehr präsent. Zwilling, aber es kann perfekt Wassermann oder Waage sein. Interessante Situation und nochmals fünf der Stäbe. Bereite dich vor, du wirst eine interessante Kommunikation bekommen. Bereite dich wirklich vor. Und sei vorsichtig auf jeden Fall. Ja. Interessante Sache. Fische, schau mal jetzt hier. In der Mitte. Drei der Schwerter. Fische, in diese vorherige Legung, für die vorherige Woche jetzt, hatten wir drei der Schwerter in der Mitte. Die gleiche Karte in der Mitte. Und du siehst ja, wie ich die Karten zusammenmische, ja? Wir reden hier tatsächlich über eine Dreierbeziehung. Und das ist sicher. Und wenn du mir sagst, jetzt mit mir hat das hier nichts zu tun, dann ist diese Legung tatsächlich nicht für dich, Fische, ja? Weil was ich hier habe, ist eine Dreierbeziehung. Ja? Und ich rede für diese Menschen jetzt. In manchen Fällen warst du sogar schon bereits in einer Dreierbeziehung und in manchen Fällen wusstest du es nicht mal. Das kann schon mal passieren, weil solche Menschen gibt es auch, ja. Die eine in so eine Dreierbeziehung rein tut und du weißt das nicht mal. Ja, sowas gibt es schon, ja. Und sonst, Achtung hier, es gibt hier einfach eine klare Situation von einer Dreierbeziehung, eine dritte Person, ein Liebhabern, etc., etc. Einen Treubruch, also drei der Schwerter deutet schon an auf einen Treubruch. Einen Schmerz ist hier schon zu spüren, natürlich. Wow, ich weiß nicht, in deine Legung, wo ich anfangen soll. Weil schau mal, was ich hier habe. In dieser Reihe hier habe König der Münzen. Drei der Schwerter und Königin der Münzen. Das ist schon eine starke Sache. Also hier habe ich schon mit einem Treubruch zu tun. Einen Treubruch, was auch mit eine dritte Person zu tun haben könnte. Ich denke schon. Du siehst ja König und Königin der Münzen. Es gibt hier schon eine Langzeitbeziehung. Ich könnte doch hier natürlich über, natürlich, habe ich sage es die ganze Zeit, aber da die Karten ständig das Gleiche sagen oder wiederholen, wiederhole ich mich auch. Also tatsächlich wiederhole ich mich auch, ja. Weil es ist hier eine deutliche, klare Sache von Familien. Es ist deutlich. Aber schau mal, du hast ja gesehen, ich hatte nämlich auch die Königin der Schwerter und der König der Schwerter. Du siehst ja, Königin und König der Schwerter, Königin und König der Münzen. Es gibt hier schon mehr als eine Dreier. Tja, in manchen Fällen eine vierte oder. Also hier sind mehrere Menschen. Hier sind viele Personen, viele Menschen auf dem Tisch, ja. Das ist schon deutlich. Bereite dich vor, Fische, weil für eine Gruppe von euch spüre ich hier schon eine Trennung. Also hier gab es bereits in manchen Fällen bereits schon eine Trennung. Ja, ich rede, dass hier schon genug schmerzhaft war und dass hier schon bereits eine Trennung gab. Stier, Steinbock, Jungfrau nochmals. Also dieses Sternzeichen ist bei dir sehr präsent. Aber hier sehe ich eine Trennung auch. Also wundere dich nicht, dass man hier sich auch scheiden lassen hat. Eine Person lässt sich hier scheiden, tatsächlich. Von Anfang an habe ich dir gesagt, dass diese Karte für mich wie die Gerechtigkeit spricht. Ja, also es kann hier schon für eine Scheidung reden, eine Trennung, eine Scheidung, natürlich. Ich sehe eine komplizierte Sache bei dir hier. Und doch, die Gerechtigkeit ist ja da.
Also schau mal. Zweite Schwerter und die Gerechtigkeit. Also Sternzeichen Waage bei dir auch sehr präsent. Und ja, ich sehe hier schon eine Scheidung, ja? Wie es auch immer für dich so ist. Also es gibt hier, diese Luftelement ist stark bei dir präsent. Zwilling, Waage, Wassermann, stark präsent. Ja? Und du musst ja auch schauen, ob du diese Sternzeichen auch bei dir in deinem astrologischen Chart sehr präsent hast. Oder Erde-Element, aber das ist einfach so. Interessante Legung, Fische, und nur du in deiner Situation weißt, was das für dich heißen kann, ja? Nur du. Hier sehe ich natürlich schon eine Scheidung, eine Trennung, wegen einer dritten Person. Wenn du schon sehr lang allein bist und das hier für dich nicht spricht, spricht schon für eine Person, die du in manchen Fällen, ja, einen Wunschpartner, der verheiratet war und sich scheiden oder trennen lässt, ja. Ich habe hier verschiedene Geschichten eigentlich. Es ist nicht so leicht. Ja? Ich habe hier verschiedene Geschichten, weil für eine andere Gruppe ist das tatsächlich deinen Ehemann und ja, Ehefrau, Ehemann, diese dritte Person ist natürlich da. Ich kann es einfach nicht übersehen. Und das wiederholt sich bei dir, Fische, Woche pro Woche. Diese Situation wiederholt sich hier Woche pro Woche. Diese dritte Person. Und natürlich der Vater oder die Mutter deiner Kinder. So wie das hier für dich jetzt spricht. Die Konflikte sind da. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe vorher gesagt, ich sehe bei dir mit dieser Nummer 555 die Karte der Turm, ja? Schau mal bitte, was ich hier habe, die Karte der Turm. Es gibt hier eine klare Veränderung. Und schau mal, die Karte der Turm, drei der Schwerter. Also wichtige, es kommt auf eine wichtige Kommunikation hier. Es kommt hier eine wichtige Kommunikation, Fische. Wichtige Gespräche werden hier kommen, das sage ich dir. Wichtige Gespräche von Herz zu Herz. Und nochmals, Fische, doch in manchen Fällen rede ich hier über, ja, der Vater oder die Mutter, deine Kinder. Das spricht nicht für allen. Ja. Momentan haben wir bei dir eine interessante Sache. Eine interessante Sache. Schau mal bitte jetzt hier, Fische. Das ist eine starke Sache. Also König der Münzen, die Karte der Narr und fünfte Stäbe. Du merkst ja, eine Person befreit sich. Eine Person befreit sich. König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Muss aber nicht sein. Es kommt auf deine Situation drauf an. Eine Person, die natürlich Familie hat. Eine Person befreit sich, lässt los. Diese Person hier macht eine Reise. Ich kann nur über einen König wie auch über eine Königin reden, weil du siehst ja, ich habe beide auf dem Tisch und wir reden nur über Energien. Aber hier sehe ich schon eine Reise. Eine Person wird sich trauen, eine Person macht hier doch eine Reise. Es gibt hier eine geografische Distanz in manchen Fällen und mehrere Unterschiede. Es gibt hier sehr große Unterschiede, Fische. Also ich kann hier über Altersunterschied reden, über Nationalität, Religion, Sprache, Aussehen, alles. Also es gibt hier große Unterschiede zwischen zwei Personen. Und ja, natürlich sehe ich hier eine starke Seelenverbindung. Ja, das ist so. Es gibt hier eine Reise. Eine Person befreit sich, eine Person macht hier eine Reise. Und, tja, das wird dich Minimum überraschen. Minimum.
Das wird dich Minimum überraschen. Das Gefühl, was ich habe bei dir, Fische, ist, du merkst ja, dass ich ja eigentlich gar keinen Einfluss habe in den Karten, weil die Karten kommen so, wie die kommen, ja? Aber du merkst ja, dass diese drei der Schwerter und diese fünfte Stäbe wiederholt sich bei dir ständig. Die drei der Schwerter in die gleiche Stelle, genau wie die fünfte Stäbe in die gleiche Stelle. Das Gefühl, was ich habe, ist, dass wir bewegen uns alle in verschiedene Zeiten. Das heißt, für manche ist das gerade jetzt geschehen, für manche sind ja dabei. Also, aber es kommt, dass es kommt, kommt sicher. Dass es kommt, kommt sicher. Es gibt hier eine wichtige Entscheidung. Eine Person trifft hier eine wichtige Entscheidung. Fünfte Stäbe, fünfte Stäbe. Die Nummer 5 wiederholt sich bei dir gerade fünfmal. Vier, fünfmal. Es gibt hier, ja, es gibt hier natürlich eine wichtige Entscheidung. Ich sehe hier mehrere Menschen, also das heißt, doch familiäre Situationen. Nicht nur bei dir, sondern für die andere Person auch. Also das heißt, beide Menschen sind entweder doch verheiratet, haben Familien oder ja, und eine lässt sich scheiden oder man lässt sich scheiden. Eine Situation gibt es hier und das ist deutlich. Es kommt auf deine direkte Situation drauf an. Ich sehe hier eine Befreiung, einen Loslassen und ja, eine Kommunikation. Viel zu tun, ne? Diese fünfte Stäbe, du musst dir so vorstellen, diese fünfte Stäbe, es kommt drauf an. Es kann für eine Gruppe für Sternzeichen Fische mit Stress verbunden sein, dass das doch eine gewisse Stress bringt. Ja, weil nochmals mehrere Beteiligten hier sind. Natürlich Kinder, Kinder sowieso. Kinder sehen wir ja überall hier. Diesen Stress kann natürlich auch für eine andere Gruppe zu tun haben, dass man hier wirklich mit einem großen Altersunterschied zu tun hat. Ja? Und das ist nicht jedermann, ja, Sache, ne? Also, oder sonst nochmals, in manchen Fällen sogar die Familie von den anderen, also die Familie von den Wunschpartner, macht Ärger, macht Probleme oder diese Menschen machen dir das Leben sogar kompliziert. Keine Ahnung. Es kommt ziemlich drauf an. Diese fünfte Stäbe bedeutet vieles für uns allen verschieden. Wenn wir hier wirklich auch mit einer Reise zu tun haben, das ist auch viel zu tun, viel Arbeit, viel... Ich kann dir nur sagen, Fische, ich kann dir wirklich nur sagen, dass diese Nummer 5 bei dir gerade auf dem Tisch viermal zu sehen sind, viermal die Nummer 5 und das für mich mit einer klaren Turm, die Karte der Turm zu tun hat. Ja, und das spricht für Veränderungen. Wie diese Veränderungen für dich sich zeigen, das in manchen Fällen weißt du sogar jetzt gerade nicht. Ja, es kann möglich sein. Ziemlich möglich sein. Schau mal bitte hier. Die Intuition, die Karte der Mond, ja, die Intuition, sehr stark präsent. Sternzeichen Krebs, nämlich auch, du siehst ja Krebs, aber ich habe hier Sternzeichen Widder, Fische, Zwilling. Ja, Skorpion auf jeden Fall auch. Wow, also Sternzeichen Löwe, ich meine, die Sternzeichen sind für mich gerade, wie ich dir gesagt habe, nicht so extrem wichtig. Es gibt hier eine Befreiung. Egal wie ich mir die Sache anschaue. Es gibt schon einen Loslassen, eine Heilung, eine Heilung. Einen neuen Anfang. Die Karte der Narr ist Nummer 0. Ja, man fängt neu an. Man fängt neu an. Ja, also das ist, was ich hier habe, weil schau mal, die Karte der Mond und drei der Schwerte ist schon eine dubiose Kombination von Karten, ja. Also hier gibt es keine Ehrlichkeit. In dieser Kombination von Karten habe ich mit einer dubiosen Sache zu tun.
auf keinen Fall eine Ehrlichkeit. Also hier ist man nicht mit der Wahrheit, ja. Aber diese Situation hier, man lässt hier los. Man lässt los. Ich sehe diese Gerechtigkeit bei dir. Und schau mal bitte, die Kommunikation ist da. Puppe der Schwerter, drei der Schwerter, fünf der Stäbe. Es gibt hier schon wirklich einen Konflikt, ja? Es gibt hier schon einen Konflikt in dieser Kombination von Karten. Luftelement nochmals. Also ich weiß nicht, wie es für dich spricht, mit diesem Luftelement, aber da ist sehr präsent. Die Konflikte sind da. Oder eine Person, die sich doch kommuniziert mit einer Nachricht, eine kleine Nachricht kommt und diesen Konflikt ist da. Diesen Es gibt hier natürlich eine starke Seelenverbindung, Fische, eine starke Seelenverbindung, das ist ja deutlich zu sehen. Eine Situation, die du schon von einem anderen Leben hast, also mit dieser Person hast du schon eine Erfahrung schon gehabt, ja, in einem anderen Leben. Aber ja, wir reden natürlich über diese komplizierte Situationen. Das ist immer bei Seelenpartnern so. Es ist immer kompliziert, weil wir reden immer über Familien halt und dann ist es kompliziert. Es gibt hier eine Kommunikation kommt und eine Wahrheit kommt ans Licht. Das ist, was ich hier spüre. Du wirst etwas erfahren, Fische. Das ist die Sache. Du erfährst etwas. Ja, du wirst etwas erfahren über diese bestimmte Situation, die dich kümmert, die dich interessiert hier. Ja, schau mal, von unserem Erzengel Michael kam: Achte auf deine Träume. Das ist die Karte, die rauskam. Achte auf deine Träume. Und das ist eine Karte, die sehr viel mit Sternzeichen Fische zu tun hat, ja. Also achte tatsächlich auf deine Träume, Fische. Und bestimmt hast du momentan viele Träume oder träumst du viel. Achte, weil dadurch bekommst du eine Erleuchtung, bekommst du eine Botschaft, ja. Achte auf die Träume, ja. Eine interessante Karte von Erzengel Michael, ja. Und hier steht: Danke, dass du mich heute Abend zu Bett bringst und mir zu einem wunderbar erholsamen Schlaf verhilfst. Erzengel Michael, ich lade dich in meine Träume ein als mein Lehrer, Führer und Heiler. Bitte erlaube mir, beschreibe eine spezifische Situation in geistiger Hinsicht zu verstehen und führe mich auf jedem Schritt meines Weges. Also achte auf deine Träume. Und hinter dem Deck, wie gesagt, war die Karte Glaube und Vertraue. Ja, Glaube und Vertraue. Und deine Kinder werden von Engeln beschützt. Ist einfach nur interessant, ja. Also das heißt, wenn du dir wegen durch deinen Kindern Sorgen machst, weil du eine zum Beispiel plötzlich, weil ich rede hier über eine plötzliche Situation, etwas kommt abrupt oder schnell, unerwartet in manche Fälle. Das spüre ich hier bei dir mit dieser ständigen Karte Nummer 5. Etwas fühlt sich wie plötzlich oder schnell, ja. Wenn unerwartet eine Situation auf dich zukommt, wo du eine Entscheidung treffen musst, eine wichtige Entscheidung, aber durch deine Kinder oder wegen deiner Kinder du diese Entscheidung, ja, nicht treffen möchtest oder wie auch immer. Also Erzengel Michael sagt ja, deine Kinder werden von Engeln beschützt. Ja, deine Kinder geht es gut. Du solltest vielleicht auch für dich entscheiden, für dich entscheiden. Ja, ohne dass du an jemanden denkst, sondern für dich entscheiden. Natürlich, mir ist ja klar, es kommt auf jeder drauf an, welche Situation man hat. Ja. Jeder muss ja wissen, wie man das hat. Ja, aber es gibt hier diese Situation von: Deine Kinder werden von Engeln beschützt. Ich lese diese Karte. Lieber Schutzengel, meine Kinder, den Geborenen wie Ungeborenen, ich danke euch, dass ihr über meine Kinder wacht und für ihr Glück und ihre Sicherheit sorgt. Bitte führt mich, damit ich weiß, wie ich die beste Mutter, der beste Vater und ein Vorbild für meine eigenen Kinder und die
andere Eltern sein kann. Seine Seele, eine wunderschöne Karte. Eine wunderschöne Karte. Ich spüre sehr stark, dass diese Legung sehr viel für, ja, für viele Menschen, die, ja, sehr wahrscheinlich entweder Kinder haben, ja, entweder reden wir hier, dass du wirklich Kinder hast, oder sonst den Wunschpartner, die andere Person Kinder hat. Also Kinder sind hier zu sehen, egal wie. Und das ist einfach deutlich. Und genau, dass wir hier natürlich über Altersunterschied reden könnten, ja, natürlich. Denn die Unterschiede sind ja da. Fische, ich weiß nicht, wie du mit der Energie in Resonanz kommst. Keine Ahnung. Aber ich sage dir, es ist eine starke Sache. Starke Sache. Schau mal bitte jetzt hier. Diese letzte Kombination will ich dir zeigen. Puppe der Schwerter, die Karte der Mond und eine Königin der Münzen. Hier siehst du schon diese Altersunterschiede. Es gibt hier schon diesen Altersunterschied. Ein Puppe der Schwerter und eine Königin der Münzen. In dieser Königin der Münzen sehe ich doch eine Mutter, eine sehr stabile Energie. Und das spricht für dich, Fische, egal ob du Mann oder Frau bist. Es gibt hier eine sehr stabile Energie zu sehen, zu spüren. Aber dann gibt es hier wieder eine dubiose Energie. Eine sehr unreife Person, nicht unbedingt ehrlich, und das kannst nur du wissen, wie die Energie für dich spricht, aber diese Kombination ist nicht unbedingt ehrlich, nein. Also hier gibt es Schatten oder Sachen, die man nicht sagt, oder ja, es gibt hier eine dubiose Kommunikation, das wirst du natürlich gleich erkennen, denn deine Intuition ist ja fein. Also man kann hier dich nicht mehr was vormachen, meine ich jetzt, weißt du, Fische. Man kann dir nicht vormachen. Mit einer bestimmten Person hier, ist deutlich. Ist deutlich. Ja? Wow, wow, wow. Also Fische, die Konflikte sind da. Weißt du, was ich sogar manchmal so denke? Nochmals, wenn das für dich doch eine Dreierbeziehung ist, dass die Frau oder der Mann von die andere Person sich mit dir sogar in Kontakt setzt. Ja, in Kontakt setzt. Wundere dich nicht, ja? Wenn das so ist, wenn du in Resonanz kommst, dass das so ist. So ungefähr, schau mal, diese Person ist verheiratet, hat Kinder, was machst du mit dieser Person zusammen? Und dann wirst du sagen, ja bitte, ich bin mit keiner Person zusammen, die verheiratet ist. Zumindest nicht bewusst. Und die Person wird dir sagen, ja doch, die Person ist verheiratet, mit der du zusammen bist, diese Person ist verheiratet. Und dann wirst du da stehen, blöd stehen und sagen, ja, was hat das dann mit mir zu tun? Weil ich weiß darüber gar nichts, ja? Also dann bitte, liebe Frau, lieber Mann, sprich lieber mit deinem Partner, mit deinem Mann, mit deiner Frau darüber, weil er ist, der eigentlich keine dritte Person haben darf. Ich bin frei, ja, und ich weiß darüber gar nichts, ja. Ich weiß nicht, dass diese Person verheiratet war oder einen Partner hatte oder überhaupt, ja. Genau. Das Gefühl habe ich nämlich auch, Fische, dass du in manchen Fällen sogar, halt dich fest, von der anderen Person, von dieser Person, die Frau oder der Mann sich mit dir doch kommuniziert und sagt, Hände weg von meinem Mann und meiner Frau oder meine Frau. Und du wirst natürlich sagen, natürlich, selbstverständlich, denn ich wusste darüber gar nicht Bescheid, ja. Tja. Die Sache ist hier, wenn man mit Lügen ankommt, also Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Früher oder später erfährt man ja alles. Es kommt alles ans Licht, ja? Was für ein Quatsch, ja? Ja? Du merkst ja, also die Geschichten hier sind sehr verschieden. Ich könnte hier mit mehreren verschiedenen Sachen zu tun haben. Dass ich hier wirklich für eine Gruppe Liebhaber und Liebhaberin habe, ja, das ist sicher. Das ist sicher. Und dass das hier wirklich für diese Situation von einer Dreierbeziehung, ja, sicher. Wenn das jetzt ein Ex ist, der sich reinmischen möchte, könnte auch möglich sein, dass meinen Ex oder den Ex von der anderen Person sich reinmischen möchte, dann sprichst du für einen Ex.
Aber du wirst wissen, wie diese Situation ist. Fische, das, was wir hier auf dem Tisch haben, spricht null für Arbeit, spricht für familiären Sachen, ja, und auf jeden Fall für eine dritte Person, ja. Und die Konflikte sind da, wie du siehst, und es kommt drauf an, also es ist verschieden. Wenn eine Person sich hier wegen dir scheiden lässt, ja, das ist wieder was anderes, was ich hier auch spüre. Wenn eine Person sich hier scheiden lässt, weil diese Person mit dir zusammen sein möchte, ja, die Person, diese andere, die dritte Person, also sozusagen seine Frau oder, ja, oder, sein, oder ihren Mann, wird sich mit dir in Kontakt setzen, so ungefähr, wegen dir hat mich mein Mann verlassen oder wegen dir hat mich meine Frau verlassen. Tja, interessant. Fische, einfach nur interessant. Einfach nur interessant. Warum? Weil in manchen Fällen, du hast hier, du wusstest hier darüber gar nichts. Ja? Das ist das Interessante dabei. Das ist das Interessante dabei. Und das Problem auch liegt, wenn eine Person schon von vornherein lügt und, tja, was mache ich hier jetzt? Diese Person lässt sich scheiden, wegen mir lässt sich die Person scheiden, aber hat schon gelogen. Soll ich jetzt mit dieser Person doch... Deswegen ist diese Karte die Liebenden, Fische, weil diese Karte, diese Situation, die ich hier habe, heißt Chaos. Es ist Chaos. Warum? Es ist eine klare karmische Situation, eine komplizierte Entscheidung und eine komplizierte Sache. Und du wirst anders entscheiden als ich. Weil du eine andere Erfahrung brauchst als ich. Also das heißt hier, die Entscheidungen sind für uns allen verschieden und das bestätigt nämlich diese fünfte Stäbe. Denn in manchen Fällen stelle ich mich doch auf eine Defensive gegen mehrere Personen, ne? Fische. In manchen Fällen gibt es hier tatsächlich einen Kampf, einen Streit, ja? So ungefähr, lasst mich bloß in Ruhe, ja, und regelt eure Sachen schön zu Hause, jeder für sich zu Hause, weil ich habe hier überhaupt gar keine Ahnung, was ihr von mir wollt und was das hier alles ist. Es gibt hier schon Konflikte, deutliche Konflikte. Eine Person leidet, die andere Person wird möglicherweise glücklich oder wiederum auch nicht. Es kommt auf unsere Erfahrung drauf an. Wie gesagt, ich habe eine andere Erfahrung als du. Wir sind nicht alle in der gleichen Zeit. Das bestätigt diese Kombination von Karten. Was ich dir empfehle, zieh dich zurück. Natürlich. Also geh, also Fische, in wenige Worte, ich sehe gerade die Nummer 111 in meiner Uhr. Also Fische, in wenige Worte, meine direkte Empfehlung für dich ist, geh in keinen Konflikten rein. Mach nicht mit hier, mach nicht mit. Also tu dich, deine Vibration nicht in der gleichen Höhe wie diese Menschen. Ja, also wenn du merkst, dass du in diese Situation schon langsam reingezogen wirst, zieh dich zurück. Ja, mache einfach nicht mit. Mache nicht mit. Denn das ist eine interessante Sache. Du hast von Anfang an, und gerade siehst du die Nummer 1111 in meine Uhr, eine starke Sache. Also Fische, du hast jetzt gemerkt, seit Anfang von diesem Video war schon extrem interessant deine Legung und endet genauso extrem interessant. Ja? Warum? Weil ich sehe es kommen. Ja? Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Hier gibt es eine interessante Sache. Manche haben es bereits jetzt gehabt, weil die Legung wiederholt sich gleich, Woche pro Woche. Das ist doch nicht normal. Und was verstehe ich hier? Das kommt, so oder so, kommt auf uns zu.
Ja, und bereite dich vor, es wird ziemlich, ziemlich interessant. Ja, ziemlich interessant wird hier. Ziemlich interessant. Ziemlich interessant. Konflikten. Und wenn du mir sagst, dass diese Konflikte mit meinen Ex wegen den Kindern, ich sage es dir, das ist eine familiäre Sache. Das ist eine klare familiäre Sache. In manchen Fällen, diesen Ex, der Vater deiner Kinder oder die Mutter deiner Kinder, möchte einen neuen Zyklus anfangen, ja, mit jemandem Neues und du bist hier, ja, die Person, die. Wow, Fische, keine Ahnung, vielleicht nicht mal du weißt, was das hier für dich heißt. Also bereite dich vor, das ist einfach so. Ich meine, es ist sicher, so oder so, es ist sicher. Und eine interessante Legung. Interessante Legung. Fische, danke für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.